Hallo, hier ist Gudrun von Stempelfe. Ich habe heute eine schnelle Idee für euch für ein Windlicht. Ich zeige euch mal das mit dem Weihnachtsstern dekoriert. Das könnt ihr natürlich super zu Hause selber hinstellen oder als schnelle Geschenkidee. Finde ich es auch sehr schön. Wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Yeah, what's up, everybody? If you just be right here. So, ihr braucht auf jeden Fall zu dieses Designerpapier beflockte Blüten. Das sieht so aus. Wenn ihr das nicht habt und euch auch nicht mehr zulegen möchtet, dann könnt ihr alternativ euch auch selber Transparentpapier embossen. Das hatte ich hier im letzten Jahr gemacht. Sieht auch sehr schön aus, finde ich. Und dann habe ich hier aus dem Stanzenset Weihnachtsblüten, glaube ich. Oder wie heißt es? Weihnachtsstern. Da habe ich die beiden Blätter genommen. Den größten Stern habe ich nicht genommen. Den fand ich jetzt zu groß für dieses Windlicht. Sondern den zweitgrößten. Den nächsten und dann noch den ganz kleinen. Die habe ich mir schon mal ausgestanzt. Aus Farbkarton in Blutorange. Und die Blätter habe ich mir in Olivgrün ausgestanzt. So, wir müssen jetzt erstmal den Farbkarton falzen. Also der hat ein Maß von 10,5 und die komplette 12x12 Blattseite, also 30,5 cm. Und die falzen uns jetzt, da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Das Transparentpapier ist immer so ein bisschen empfindlich. Ich falze mir das bei 7,5. Bei 15 cm. Bei 22,5. Und bei 30 Zentimetern. Dann habt ihr hier noch eine halben Zentimeter als Klebelasche. Das reicht aber aus. So, das falze ich einmal nach mit dem Falzbein. So. Dann schräge ich mir jetzt die Klebelasche hier vorne so ein bisschen an. So, ich habe mir jetzt die Silikonmatte untergelegt und gebe jetzt hier bis zur Falz das Klebeband auf. Ich gehe nochmal mit dem Falzbein nach. Dann entferne ich die Schutzfolie. Und alles, was übersteht, das klappe ich nach innen um. So, und dann können wir sie schon verschließen. So ist er erstmal fertig, soweit. Dann nehme ich von diesem
Schleifenband. Das ist dieses Schleifenband aus der Serie Coming Home. Das ist in Blutorange und in Olivgrün. Ich messe mir das jetzt mal eben mit einem Band aus, wie lang das ungefähr sein muss. Also so etwa, nicht genau. So. Dann messe ich das mit dem Grün einmal ab, dass die beide gleich lang sind. So, dann lege ich mein doppelseitiges Klebeband hier hin. Andersrum. Und klebe mir da das Schleifenband drauf. Eins oben und das andere nach unten. Das passt ziemlich gut vom Abstand. Passen da beide drauf. Dann kann ich das Band schon abmachen hier. So, jetzt kommt das grüne Band da noch drunter. So, dann gehe ich nochmal mit dem Falzband drüber, dass es gut anliegt. Und ziehe mir jetzt ein Stück von der Schutzfolie ab. So. Jetzt mache ich mir mit einem Bleistift und Lineal eine Markierung an jeder Seite, damit ich ungefähr weiß, wo ich das Schleifenband hin haben möchte. Ich habe hier 2,5 cm genommen von unten. So. Dann fange ich jetzt einfach hier an und lege mir das hier so drauf. Ziehe immer wieder ein Stückchen von der Schutzfolie ab. Und klebe mir das Band an allen vier Seiten fest. Hier überlappe ich es ein kleines Stückchen und schneide mir jetzt einfach den Rest ab. So. Jetzt mache ich noch
ein kleines Schleifchen hier rein. Jetzt nehme ich mir die beiden Bänder. Und versuche dann mal eine schöne Schleife zu binden. Das kann ich so einfach mit zwei Bändern. Ja, so ist es okay. Schneiden wir die ein bisschen kürzer ab. Und die klebe ich mir jetzt hier einfach mit Glue-Dots drauf. Dann nehme ich jetzt sicherheitshalber mal zwei und klebe mir jetzt auf die Stelle, wo dieses Schleifenband doppelt liegt. Dann fällt das nachher nicht mehr auf. So. So, dann kommen wir zu den Weihnachtssternen. Die klappe ich mir jetzt einmal hier in Richtung Mitte um. Die so ein bisschen so eine natürliche Form bekommen. So hier. So, jetzt klebe ich die zusammen mit Flüssigkleber. Ich fange mit dem kleinsten an und lege ihn auf den nächsten. Ein bisschen versetzt. Muss dann das Kleber runter. So, und die kleinen Blätter klebe ich da einfach unten drunter.
So, der Kleber will nicht, dann nehme ich mal den nächsten. So. Dann habe ich den Wink of Stella noch genutzt. Muss ja mal sehen, wie das ist. Ja. Und geht dann mal über die Blüte drüber. Dann glänzt die ganz schön. So. So, und dann gibt es ja aus der Serie Weihnachtsstern, glaube ich, auch diese tollen Embellishments, die ich auch ganz toll finde. Aber für diese Größe finde ich sie zu groß. Weil wir ja nicht den größten Weihnachtsstern genommen haben. Deswegen finde ich sie jetzt nicht so passend hier. Und hier habe ich auch aus den Accessoires jährlich festlich den genommen. Das mache ich jetzt hier auch. So. Mal so ein bisschen in Form drücken. Und dann klebe ich mir die mit Dimensions aber auf. So, hier haben wir jetzt das Schleifchen. Jetzt klebe ich es hier gegenübergesetzt auf. So. So, ich hoffe, euch hat meine Idee gefallen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal. Tschüss!